Dass man so viele Widersprüche an den Märkten sieht wie derzeit, passiert wirklich selten. Wir haben auf der einen Seite im Bereich Aktien ganz, ganz wenige große US-Tech-Aktien, die die Indizes zumindest in einer Seitwärtsphase halten, während die meisten Aktien im Grunde fallen. Daneben, wer hat recht, sind es diejenigen, die die großen Aktien kaufen, weil die praktisch die goldene Zukunft haben und die anderen Aktien dann später steigen werden, oder haben die anderen, die vielen Aktien recht, die fallen und die großen US-Tech-Aktien werden auch fallen müssen. Das ist das Erste. Das Zweite ist zum Beispiel die Message zwischen Rohstoffen und den Aktienmärkten. Rohstoffe wie Kupfer, die sind im Sinkflug, zeigen, dass da ökonomisch eine sehr schlechte Periode folgen dürfte. Die Aktienmärkte sagen sich, das interessiert uns nicht. Wir hoffen, dass die FED die Zinsen senkt, auch wenn keine Rezession kommt. Und wir haben derzeit vor allem in Sachen Schuldenobergrenze und potenzieller X-Day, wie die Amerikaner diesen Tag nennen, an dem die USA ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen wird. Da haben wir auf der einen Seite ziemlich Entspanntheit an den Aktienmärkten, an den Anleihemärkten, gerade was Credit Default Swaps betrifft oder kurzlaufende US-Staatsanleihen. Regelrechte Panik. Wer hier Unrecht hat, der wird die Zeche zahlen. So viel scheint klar. Wir schauen uns die Gemengelage mal an. Hier sehen wir zum Beispiel, wie Holger Cepic den Vergleich bringt zwischen diesen Credit Default Swaps, also zwischen den Kreditausfallversicherungen, mit denen man sich gegen eine Zahlungsunfähigkeit, auch wenn sie nur temporär ist, der Amerikaner absichern kann. Auf der einen Seite, die schießen nach oben, auf der anderen Seite geht der VIX praktisch überhaupt nicht hoch. Also die Volatilität, das Angstbarometer bleibt ganz tief. Wer hat hier recht? Jetzt haben wir neue Aussagen von Joe Biden. Der will jetzt sich wohl morgen mit McCarthy treffen, dem Führer der Republikaner. Und bisher ist man ja erstmal in Vorgesprächen. Kürzlich hatte man gesagt, ja, wir haben schlichtweg zu wenig Basis, um überhaupt Gespräche zu führen. Jetzt aber ist es so, dass die Zeit knapp wird. Das Geld von Janet Yellen neigt sich immer mehr dem Ende zu. Das werden wir gleich sehen. Aber vor allem will jetzt Joe Biden nach Japan fliegen. Er will da bei dem Gipfel dann teilnehmen, will also jetzt erstmal ein paar Tage weg sein. Und dann wird die ganze Geschichte natürlich zeitlich immer enger. Wenn da morgen jetzt nicht in irgendeiner Form eine wundersame Lösung kommt, was sehr unwahrscheinlich ist aus meiner Sicht, denn man liegt schlichtweg zu weit auseinander. Die Janet Yellen hat jetzt gesagt, ich werde den Kongress informieren über den X-Date und also diesen Tag, wo die Amerikaner praktisch offiziell zahlungsunfähig sind. Wir haben jetzt die Treasury Cash Balance am Freitag gesehen, nur noch bei 143 Milliarden Dollar. Das sind also wieder 11,5 Milliarden Dollar weniger. Das heißt, würden wir pro Tag etwa 10 Milliarden Dollar hier verbrauchen, dann wäre eben in genau 2 Wochen das ganze Geld weg und dann hätten wir den 1. Juni und bis dahin muss in irgendeiner Form eine Lösung gefunden werden. Und wir sehen, dass normalerweise die Aktienmärkte beginnen, in einer solchen Situation unruhig zu werden. Das hatten wir im Januar 2018 mit dem Shutdown, damals noch unter Trump. Dann hatten wir es im Oktober 2013 mit dem Shutdown unter Obama und natürlich 2011. Und da gab es ja auch an den Aktienmärkten dann eine fette Reaktion. Jedes Mal ist der Dollar stärker geworden. Klingt paradox, die Amerikaner haben ein Problem, wenngleich auch ein selbstgesetztes, denn diese Schuldenobergrenze ist praktisch ja freiwillig, könnte man sagen. Jedenfalls sehen wir, dass dann normalerweise, und so war es bei den letzten Debt Limit Problemen, immer so, dass der Dollar ausgebrochen ist. Was haben wir am Freitag gesehen? Der Dollar ist ausgebrochen aus dieser Abwärtsbewegung, während wir unten im S&P 500 diese, wie soll man sagen, Unsicherheitskerzen sehen, keine klare Tendenz erkennbar. Wir haben hier jetzt mit diesem Ausbruch des Dollars natürlich einen guten Schluck aus der Flasche genommen. Wäre nicht erstaunlich, wenn wir zu dieser Abwärtstrendlinie nochmal zurückkehren, die nochmal testen und dann weiter nach oben gehen. Hier sehen wir mal diese aggressive Unbewegtheit letztendlich der Märkte, der S&P 500. Es geht manchmal ziemlich deftig nach oben, manchmal ziemlich deftig nach unten, aber irgendwie hält es sich in dieser Range.
Und hier sehen wir mal diese massiven Divergenzen auch zwischen den Märkten. Wir sehen unten, das ist der Bankenindex, der massiv abschmiert. Wir sehen den Russell, wir sehen viele andere Indizes nicht im Plus. Sogar der Dow Jones ist meines Wissens jetzt im Minus in diesem Jahr. Was natürlich Bombe gelaufen ist, ist der Nasdaq, aber der ist nur gelaufen wegen den wenigen Aktien. Und der S&P 500 ist deutlich im Plus, aber das sind schon sehr, sehr große Unterschiede. Und hier sehen wir mal den Value Line Geometric Index, also den Index, in dem alle Aktien gleichgewichtet sind. Da sind wir von einem Hoch weit entfernt. Vielmehr zeigen wir da das Potenzial einer bald brechenden Schulterkopf-Schulterformation. Und unten sehen wir den Nasdaq und Nasdaq Advanced Decline Linie, also die Anzahl der Aktien, die steigen im Nasdaq in Relation zur Anzahl der Aktien, die fallen. Und wir sehen die Zahl der Aktien, die fallen, die nimmt zu, die Advanced Decline Linie geht nach unten, aber der Index selber geht nach oben, weil es eben einige wenige Aktien wie Google sind hier zum Beispiel, die jetzt der neue heiße Scheiß in Sachen KI sind. BART, die KI, die ist anders als ChatGPT eben direkt mit dem Internet verbunden, deren Datenbank deswegen auch nicht 2021 endet, wie das bei ChatGPT war, aber ChatGPT hat ja Microsoft zu diesem massiven Run verholfen. Nun, wenn jetzt Google plötzlich mit BART der neue heiße Scheiß ist, dann müsste ja Microsoft eigentlich einbüßen. Dieses Potenzial ist im Mindesten da. Insgesamt sehen wir ja, dass eigentlich die Ertragsperspektiven für die Tech-Unternehmen sich nicht verbessert haben, aber die Bewertungen sind gestiegen. Und hier sehen wir mal eben diese Microsoft, wie stark die sich vom S&P 500 abgesetzt hat in der Performance, eben wegen Artificial Intelligence, das Zauberwort. Ihr müsst es nur oft genug sagen, dann kommt ihr in den Börsenhimmel. Dementsprechend jede Erwähnung bringt 1% in der Aktie. Aber wir sehen, entweder jetzt die Euphorie in Google ist berechtigt, dann müsste Microsoft ein Problem bekommen, oder die Euphorie bei Google ist nicht berechtigt, dann müsste Google ein Problem bekommen. Also irgendwas passt da nicht so richtig zusammen. Schauen wir uns hier zum Beispiel auch mal die Put-Call-Volumen jetzt vom letzten Freitag an. Da sehen wir massiv Calls, die hier am Start sind. Mindestens immer praktisch 60%, nur bei Apple 55%, aber wir haben dann etwa bei Alphabet respektive Google 69% der Calls, nur 30% der Puts. Also wir sehen, da ist jetzt wieder ganz, ganz stark, wird hier auf Calls gesetzt, und das hat schon dann am Freitag den Aktienmärkten nochmal geholfen. Am Schluss, nachdem wir ja ziemlich ordentlich runtergefallen sind, der Nasdaq glaube ich 1,4% im Minus, dann aber in den letzten Minuten diese Drehung nach oben, die sich heute zunächst mal fortsetzt. Wir sehen hier die Bankaktien mit den Bank Deposits, die natürlich abnehmen, weil die Zinskonkurrenz da ist, weil eben die Abflüsse weitergehen. Und da gibt es sehr schwierige Daten derzeit wieder mal von den Amerikanern. Da hat man ja diese Non-Seasonal Adjusted und Seasonal Adjusted, also saisonale Anpassungen, was auch immer das genau ist. Es wird nicht definiert. Ich habe mich wirklich bemüht zu finden, wie genau funktioniert diese saisonale Anpassung. Da müsstet ihr doch eigentlich ein transparentes Muster zeigen, wie ihr das macht. Wie macht ihr denn diese Anpassungen? Es findet sich nichts. Wahrscheinlich sind hier saisonale Anpassungen gemeint, dass dann praktisch Steuerrückzahlungen für die amerikanischen Konsumenten dann wieder auf deren Konten fließen. Aber wer weiß das schon genau? Jedenfalls gibt es einen massiven Unterschied zwischen Seasonal Adjusted Abflüssen praktisch aus Banken und eben den nicht saisonal angepassten. So haben wir praktisch nicht saisonal angepasst 210 Milliarden Dollar in den letzten 3 Wochen, die abgeflossen sind. Wenn wir das dagegen Seasonal Adjusted jetzt sehen, dann sind es nur 18 Milliarden Dollar, also mal eben fast 200 Milliarden Dollar. Auf jeden Fall ein Riesenbetrag, der da letztendlich ein Unterschied ist. Das kann nicht funktionieren, da kann etwas nicht stimmen. Leute, zeigt doch einfach die Daten, wie sie sind, und macht nicht solch ein Kokolores, könnte man sagen. Und wie die Lage derzeit ist, das beschreibt am besten natürlich Jim Cramer, der sagt, eine ökonomische Welle kommt, die wird fantastisch für Investoren sein. Wenn sie nicht besorgt waren, dann sollten sie es in diesem Moment sein. Wir haben in dieser Woche einige wichtige Daten, Retail Sales, Einzelhandelsumsätze morgen, Hausdaten etc. dann am Mittwoch, Donnerstag, und am Freitag die Rede von Jerome Powell. Wir haben dann die Einzelhandelsfirmen, die berichten,
Das ist ja meistens dann der Abschluss auch der US-Berichtssaison. Und wir haben eine Menge Fed-Speaker heute mit Bostic, morgen Kashkari, Barkin, Cook, wie sie alle heißen. Jeden Tag richtig viel Fed-Speak mit dem Höhepunkt am Freitag von Jerome Powell. Wenn wir jetzt nochmal das internationale Geschehen anschauen, die Wahlen in der Türkei, dürfte wohl eine Stichwahl geben. Und das ist ja wirklich auch etwas insgesamt Wichtiges, denn die NATO ist ein NATO-Mitglied, 85 Millionen Leute. Das ist dann wirklich auch für Geopolitik relevant, ob die Türkei unter Erdogan ihren Kurs beibehält oder eben nicht. Wir hatten auch eine Wahl jetzt hier in Bremen. Wir sehen die SPD als Sieger, die Grünen könnte man sagen als Verlierer. Wir haben in Bremen einen Anteil von Hartz-IV-Empfängern, also die leistungsloses Einkommen beziehen, von 21,0%. Es gibt in keinem Bundesland so viele Leute, die letztendlich vom Staat leben. Und natürlich haben wir auch hier Wutbürger da gehabt, die deutlich zulegen können. Und dann kommt eine Karin Göring-Eckardt von den Grünen, der sagt, wer eine besonders hohe CO2-Bilanz hat, zum Beispiel mit einer großen Wohnung, zwei Autos und permanenten Flugreisen, der muss mehr zahlen. Denkbar wäre auch eine temporäre Vermögensabgabe. Oh, da müssen die Grünen sich dann auch ein bisschen selbst schröpfen, denn niemand fliegt mehr als die Wähler der Grünen, wie Untersuchungen zeigen. Aber Patrick Greichen, Scheich Abu Greich, der sagt hier, das Ende des Zeitalters der fossilen Brennstoffe wird ein bisschen wie das Ende der Sklaverei sein. Irgendwann wurde die Sklaverei völlig inakzeptabel, so sei es eben auch mit den fossilen Energieträgern. Das Gefährliche an Ideologien ist, dass sich ihre Anhänger immer für eine Art Befreier halten. Das ist leider hier der Fall. Und diese Befreier, die befreien die Leute vor allem von Ersparnissen, denn es wird für viele Menschen immer schwieriger, die teure Energie zu schultern, die künstlich verteuert ist. Wir hatten schon vor dem Ukraine-Krieg deutliche Anstiege der Preise, weil unsere Energiepolitik eben fossile Energieträger bewusst verteuert. Das zahlen dann die eher kleinen Leute, die sich ohnehin die notwendigen Dinge kaum mehr leisten können. Kein Wunder, dass dann bei den Wahlen vielleicht auch die Grünen mal verlieren. Und hier sehen wir nochmal ganz klar, dass Agora, der Think Tank, den Greichen noch bis vor kurzem geleitet hat, der eben gesagt hat, okay, unsere Gasabhängigkeit wird steigen, damit wir den Atomausstieg machen können. Jetzt wird es eben so sein, dass wir immer mehr schmutziges LNG-Gas importieren, also Flüssiggas, das über Schwerdiesel über die Meere transportiert wird, unter sehr unschönen Umständen, nicht wirklich sehr umweltfreundlich in anderen Ländern schon generiert wird. Das ist also besser als Atomenergie. Da muss man sagen, die Grünen haben wirklich eine seltsame Auffassung von Umweltschutz, zumal jetzt auch Frau Jutta Dönges neue Finanzchefin bei Uniper ist, jener Konzern, der gerettet werden musste. Und Frau Dönges ist zufälligerweise die Frau von Scheich Abu Greichen. Also die Dinge sind hier unendlich schmutzig, finde ich, in jeder Hinsicht. Nicht schmutzig ist, dass viele Leute eben nicht mehr in die Büros fahren. Homeoffice hat sich verdreifacht, 12,3% aller Arbeitsplätze vor Ort sind an einem durchschnittlichen Tag wegen Homeoffice nicht ausgelastet. Das ist, wie gesagt, ein Anstieg, der deutlich ist und natürlich unsere Arbeitswelt komplett verändert hat. Abschließend, meine Damen und Herren, will ich noch drei Empfehlungen geben. China schließt tausende Chip-Unternehmen. Man ist eigentlich gescheitert mit seiner Strategie, wirklich als Chip-Produzent konkurrenzfähig zu sein. Das muss man im Prinzip zugeben. Schließt deswegen diese Firmen. Hochinteressanter Artikel. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Die Zinswende wird jetzt Rezession und nicht Inflation das entscheidende Thema. Vieles spricht dafür. Allerdings dürfte die Inflation eben weiter auch ein Thema bleiben, auch wenn die Rezession erstmal in den Vordergrund rückt und wir dann vielleicht eine Stagflation haben. Und die Aktienmärkte bleiben noch ruhig, aber wir sehen, die USA könnten bald zahlungsunfähig werden, zumindest eben offiziell technisch. Wie da die Lage einzuschätzen ist, in diesem Artikel also drei Artikel zur Empfehlung. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.